Die AfD will sich mit radikalen Forderungen für den Bundestagswahlkampf profilieren und fordert im Wahlprogramm Deutschlands Austritt aus der EU. Deutlich schärfer auch die Position beim Thema Migration. Die Einwanderung nach Deutschland soll stark eingeschränkt werden. Die Partei spricht sich auch gegen jeglichen Familiennachzug für Flüchtlinge aus. Aus Dresden, Christiane Hübscher. Eine aufgeregte Beatrix von Storch stürmt das Rednerpult. Sie hat offenbar als Einzige realisiert, was hier auf dem Parteitag gerade passiert ist. Meine Damen und Herren, wir haben gerade beschlossen, dass Migranten, die zu uns kommen wollen und die weniger als 5 Millionen Euro mitbringen, hier nicht mehr willkommen sind. Das passiert, wenn man einen riesigen Text abstimmt, der gar nicht an der Tafel steht. Keiner hat das gelesen. Wir haben nicht gewusst, worüber wir abgestimmt haben. Tatsächlich hatte die AfD in Dresden in einer Flut von Änderungsanträgen gerade mit großer Mehrheit die komplette Abschaffung von Migration gefordert, außer für Superreiche. Wortführer für den Antrag war Björn Höcke gewesen. Es geht einzig und allein darum, ein politisches Zeichen zu setzen, eine politische Botschaft zu setzen, die draußen von unseren Wählern wahrgenommen werden kann. Als der AfD klar wird, was sie da beschlossen hat, bricht Hektik aus. Der Antrag wird entschärft und neu abgestimmt. Die Partei fordert nun nur noch die Begrenzung von Zuwanderung sowie die Abschaffung jeglichen Familiennachzugs für Flüchtlinge. Wir haben damals auch schon im Bundestag gegen den Familiennachzug gestimmt. Und dementsprechend ist es auch nur konsequent, wenn wir das in unserem Bundestagswahlprogramm niedergelegt haben. Die AfD fordert in ihrem Wahlprogramm weiter unter anderem den deutschen EU-Austritt, die Abschaffung aller Maskenpflicht, die Rückkehr zur Wehrpflicht, die Abschaffung des Rundfunkbeitrags und ein Verbot von Minaretten. Es ist das, was die AfD unter dem Slogan Deutschland aber normal versteht und was die Partei soeben einstimmig als Wahlprogramm beschlossen hat. Sie haben es schon wieder getan. Oops, we do it again. Denn dies ist nun schon unser zweiter Präsenzparteitag mitten in Corona-Zeiten. Ein Treffen mit 600 Delegierten, mehr oder weniger mit Abstand und Maske. Ohne verpflichtende Corona-Schnelltests. Und anders als beim Parteitag im November in Nordrhein-Westfalen, ohne Personaldebatten auf offener Bühne. Aber mit einigen Sticheleien. Jörg Meuthen hatte ja recht, als er in seiner Rede in Kalkar mehr Disziplin einforderte. Aber diese Disziplin muss für alle gelten, und zwar vom einzelnen Mitglied bis zu den Bundesvorstandsmitgliedern. Die Rede, in der Meuthen sich damals mit den Extremen in der AfD anlegte, hängt ihm immer noch an. Meuthen gibt sich heute versöhnlich. Ein Antrag zu seiner Abwahl schafft es nicht auf die Tagesordnung. Der innerparteiliche Machtkampf um Meuthen ist vertagt. Wenn ich mir seine Wahlkampfrede anhörte, dann ist er wieder voll bei der AfD zu Hause. Und so bedarf es vielleicht nur die Androhung dieses Abwahlverfahrens, um Herrn Meuthen wieder dahin zu bringen, wo er hingehört, nämlich an die Spitze der Partei bis November diesen Jahres. Im Spätherbst hält die Partei Vorstandswahlen ab. Bis dahin will sich die AfD auf die Bundestagswahlen konzentrieren. Doch es fehlen die Spitzenkandidaten. Eine knappe Mehrheit der Delegierten entschied sich gegen die Nominierung heute und für eine Mitgliederbefragung. Sie werden sich nicht wundern, dass ich den Tino Chrupalla auf alle Fälle als Spitzenkandidaten sehe. Wenn wir ein Duo aufstellen, was ich auch nicht schlecht finden würde, damit Osten und Westen sich wirklich vertreten fühlen, dann müssen wir abwarten, was die großen Landesverbände an Spitzenkandidaten auf ihre Listen wählen. Zum Beispiel wird Alice Weidel, Vorsitzende der Bundestagsfraktion, als Kandidatin gehandelt. Hätte es heute eine Abstimmung gegeben, wäre sie nicht angetreten. Ob nun später, hält sie sich offen. Bis die Spitzenkandidaten feststehen, könnte es bis Sommer dauern. Meine Kollegin Sarah Frühauf beobachtet den Bundesparteitag in Dresden für uns. Sarah, die AfD setzt ja in diesem Wahlkampf auf den Begriff Normalität. Wie muss man denn das einordnen? Ja, die AfD hätte es offenbar wieder gern ein wenig normaler. Trotz steigender Infektionszahlen wollen sie die Corona-Beschränkungen auflösen. Ja, und normal ist das für die AfD, was früher mal Konsens war. Sie wollen zurück zur Kohleenergie, zum Verbrennungsmotor und am liebsten auch eine nationale Währung zurück. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, mit diesem Slogan Deutschland aber normal wollen sie auch von den Extremen in den eigenen Reihen ablenken. So nach dem Motto, wir sind gar nicht so schlimm und gar nicht so gefährlich. Und das zeigt, dass die mögliche Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz doch eine recht große Rolle spielt.
Heute sind ja auffällig wenig Konflikte ausgetragen worden. Parteichef Meuthen hat keine Kritik geäußert an dem offiziell aufgelösten Flügel, den der Verfassungsschutz ja als rechtsextrem einstuft. Warum jetzt dieser Waffenstillstand? Naja, bloß weil nicht geschossen wird, heißt es ja nicht, dass die Waffen nicht im Anschlag sind. Ja, Meuthen hat heute so ein kleines Friedensangebot an den Flügel gegeben, hat sich explizit an den Landesverband in Sachsen-Anhalt gewendet, der als besonders radikal gilt, und seine Unterstützung klar gemacht für die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Aber ich habe das Gefühl, dass so eine Art Stillhalteabkommen. In den nächsten Monaten bis zum nächsten Parteitag im November möchten jetzt beide Seiten versuchen, Mehrheiten zu organisieren. Denn dass dieser Abwahlantrag Meuthens es heute gar nicht erst auf die Tagesordnung geschafft hat, zeigt, dass der Flügel überhaupt nicht sicher war, dass Meuthen abgewählt wird. Und wenn sie das tun, dann schon richtig. Die AfD-Mitglieder werden die Spitzenkandidaten bestimmen. Könnte das zum Problem werden für die Partei? Naja, es gibt einfach sehr, sehr viele offene Fragen, was dieses Verfahren angeht. Das sind zigtausende AfD-Mitglieder, die in den nächsten Wochen und Monaten befragt werden müssen. Und fest steht zumindest, dass es ein Spitzenduo werden muss. Aber die Frage ist, können jetzt die AfD-Mitglieder dann vielleicht auch Kandidaten vorschlagen oder werden die vorgegeben? Und dafür fürchten einige, dass sich das bis in den August ziehen könnte. Ja, und da haben die anderen Parteien natürlich schon längst ihre Spitzenkandidaten festgelegt. Sarah Frühauf, vielen Dank für diese Einschätzungen nach Dresden.